Das ist jetzt das größte, aufwendigste, schwierigste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Herzlich willkommen heute mal wieder zu einem kleinen Talkie-Dokie-Video. Also zu einem Video, wo ich ein bisschen mit euch laber. Beziehungsweise ich wollte euch heute mal so ein paar Sachen erklären. Und zwar werde ich oft in den Kommentaren oder generell mal so gefragt, so, wie funktioniert das denn so als Programmierer bei Meinsucht? Was ist vielleicht überhaupt ein Programmierer? Was hast du schon programmiert und so weiter? Deswegen reden wir heute mal so ein bisschen über Programmieren bei Meinsucht.net und so weiter. Vorher, für alle, die gar nicht wissen, was ist denn überhaupt ein Programmierer oder sowas? Oder was ist ein Developer und so weiter? Developer heißt Programmierer auf Englisch. Development heißt Entwicklung. Das mal kurz, warum wir uns zum Beispiel Dev nennen, steht halt einfach für Developer, Entwickler, weil Entwickler halt irgendwie ein bisschen zu lang ist und sich nicht so cool anhört. Ja, was machen wir bei Minesucht, beziehungsweise was machen Minecraft-Entwickler? Ja, Minecraft-Entwickler programmieren zum Beispiel jetzt die Spiele wie Bed Wars oder sowas. Ja, wir machen alles, was so im Hintergrund läuft, so Netzwerktechnik und so weiter. Zum Beispiel, ihr kennt ja alle diese MOTD, also da, wo steht quasi Meinsucht.net, Servernetzwerk, welche Version und so weiter. Ich blende euch jetzt gerade auch einen Screenshot ein, zum Beispiel das wurde auch programmiert. Also das wird quasi auch programmiert, wo man das einstellen kann, wie man das verwalten kann und so weiter. Also so Sachen machen wir. Alles, was so im Hintergrund läuft und alles, was ihr auch seht, also dass man auf Bed Wars auf den Villager klickt und dann kommt so ein Villager-Shop und so weiter. Das programmieren wir quasi. Jetzt kommen wir mal dazu, wie geht das denn, wie funktioniert so, so eine Programmierung oder so. Also, ja, wie ist denn der Schritt vom Anfang bis zum Ende einer Programmierung eines Projektes? Zum Beispiel, nehmen wir uns jetzt mal Bed Wars als Beispiel. Wie sieht das aus? Und zwar, ja, kommt am Anfang, haben wir die Idee. Das heißt, jemand setzt sich hin, irgendjemand aus dem Serverteam, meistens sind das die Konzeptoren, die setzen sich hin und, ja, entwickeln ein Konzept. Das heißt, die denken sich aus, wie so ein Plugin, also ein Projekt, ein Spielmodi aussehen könnte. Was hat der für einen Namen und so weiter. Wenn es den Spielmodi natürlich schon gibt, so wie jetzt Bed Wars in dem Fall, dann guckt man sich an, ja, was muss Bed Wars alles können? So, dann schreibt man da rein, ja, man muss sich Teams auswählen können, man muss Betten abbauen können und dann kommt ein Sound und so weiter. Das heißt, das wird alles quasi aufgeschrieben in einem Konzept, was genau passieren muss, wie so ein Spielmodi aussieht oder wie der Spielmodi aussieht. So, und wenn das quasi fertig ist, bekommt der Developer dann das. Und der muss das umsetzen. Das heißt, der setzt sich hin und programmiert das Ganze. Er fängt erst mit einer Klasse an und dann wird das immer mehr und irgendwann funktioniert das Ganze dann soweit. Ja, das heißt, das war die Entwicklung, davor war das Konzept. Und danach, wenn das quasi soweit fertig entwickelt ist, wird das Ganze getestet. Das heißt, man spielt diesen Spielmodi mit anderen Teammitgliedern oder man ja, holt sich irgendjemanden, mit dem man sich das testet oder die meisten Entwickler, so wie ich, wir haben auch 1, 2, 3 Accounts, mit denen wir das quasi dann auf dem gleichen PC testen. Das heißt, ich join dann mit meinem ersten Account und mit meinem zweiten Account und dann testet man das Ganze. So, wenn das Ganze so weit fertig getestet ist, dann wird das Ganze veröffentlicht und das ist dann der erste Zeitpunkt, wo dann quasi ihr User oder jetzt ihr Zuschauer von mir das mitbekommt. Das heißt, ja, dann wird das Ganze gepostet, dann wird das auf das Hauptnetzwerk gezogen und dort wird das quasi getestet. Nochmal mit mehr Spielern und dann werden noch weitere Bugs behoben. Und ja, bis es dann quasi so weit fertig ist, dass man es sehr gut spielen kann und dass vielleicht nur kleine Bugs noch auftreten, die man dann aber auch behebt. Das heißt, das ist dann die Veröffentlichung. Das heißt, wir haben jetzt das Konzept, die Entwicklung, das Testen und das Veröffentlichen. So ist im Prinzip ein Ablauf, also die Struktur von einem Projekt, wie zum Beispiel Bed Wars oder sowas. Das kann natürlich immer darauf ankommen, wie groß so ein Projekt ist, dann können die unterschiedlichen Phasen länger dauern. Zum Beispiel manchmal ist das Konzept ganz einfach, weil es das vielleicht schon auf dem Server gibt und die Entwicklung ist auch relativ einfach, weil man da eine bestimmte API benutzt, die zum Beispiel ich jetzt für Meinsucht geschrieben habe. Da habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht, aber da komme ich gleich nochmal drauf ein. Und ja, so liegt dann die Struktur. Meistens dauert das insgesamt so, sagen wir mal 2 Monate mit Ausdenken, mit Entwicklung, Testen und Veröffentlichen. Dauert so 2,5 Monate meistens.
damit ihr mal so einen Gedanken habt, wie lange das ungefähr dauert. Meistens dauert es noch ein bisschen länger, also schon so 2 Monate. Manchmal geht es kürzer, das kommt halt immer so drauf an. Das heißt, jetzt wisst ihr ungefähr, wie das so abläuft, wie so die Struktur aussieht von einem Entwickler, was der so täglich macht. Also jetzt kommen wir mal dazu, was ich denn persönlich so die letzten 3 Jahre bzw. 2,5 Jahre in Mindset.net gemacht habe. Oh Gott. Was ich denn so die letzten 2 Jahre in Mindset.net gemacht habe. Und ja, Leute, was habe ich gemacht? Das ist eine gute Frage. Nee, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich so die ersten Sachen erzählt habe, was so gemacht habe. Damals war mein erstes Projekt, was ich bei Fritastisch.net gemacht habe. War dann damals, Get Down, so rum Get Down und das habe ich quasi damals soweit programmiert. Das hat leider nicht so gut funktioniert und irgendwann haben wir es dann vom Server genommen. Damals war ich auch echt sehr schlecht noch, also ich war ein sehr, 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 sehr Anfänger, beziehungsweise ein Anfänger halt. Und dann habe ich das nächste halbe Jahr sehr viel Bugs behoben. Das war, 2016 oder so? 2016? Ich glaube 2016, da habe ich sehr viel Bad Wars, Sky Wars und so weiter Bugs behoben, weil das Problem war, dass die Projekte sehr verbuggt waren. Und der Entwickler, der die geschrieben hat, ist aus dem Team gegangen oder geflogen, lassen es mal dahingestellt. Und so sah das auf jeden Fall dann aus und habe ich sehr viel Bugs behoben. So, als nächstes, was war denn das nächste, was ich gemacht habe? Genau, ach ja, dazwischen war noch die Phase, da habe ich noch die Community neu geschrieben und noch ein Halloween-Plugin gemacht und ein Weihnachts-Plugin. Das heißt, die 3 Sachen habe ich damals auch noch gemacht. Ihr kennt das bestimmt, einmal dieses Adventskalender-Plugin. Vielleicht finde ich da noch Videoausschnitte, dann kann ich die euch einblenden. Mögest du mal hier hinkommen? Hier ist der Villager, der nennt sich sogar auch schon Adventskalender, damit man das Jahr nicht irgendwie... ja, falsch verstehen kann. Ja, das Halloween-Plugin mit ganz vielen Kürbissen und so weiter. Also das war auf jeden Fall auch mega cool. Das hatte ich damals geschrieben dazwischen drin. Und dann kam bald schon die Phase und da sitze ich, das ist jetzt das größte, aufwendigste und schwierigste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Und es hat mich tatsächlich schon 9 Monate oder sowas dran. Es war dann noch eine Phase, wo ich relativ wenig gemacht habe. Dann kam die Phase, wo ich jetzt auch die Struktur auf anwenden kann. Und zwar haben wir eine bestimmte API gemacht für Spiele. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich sage das hier nochmal ganz kurz. Diese API ist für jeden Entwickler bei Mindsucht das A und O. Ohne die wird in Zukunft quasi nicht mehr viel funktionieren, weil sie ein sehr wichtiger Teil ist. Und zwar ist die API dazu da, es einfacher zu machen, ein Spielmodi zu schreiben. Und sie vereinheitlicht sehr viel. Zu genau darf ich natürlich vieles nicht verraten. Ich habe dazu nochmal, verlinke ich euch jetzt nochmal in der Infocard hier oben, das Video, was ich mit dem lieben DevTastisch, dem Developer-Admin, damals aufgenommen habe. Kann ich euch dann mal verlinken. Zumindest hat mich dieses Projekt, und ich sitze da ja heute auch immer noch ein bisschen was dran, da sitze ich jetzt schon sehr lange dran. Dazwischen kamen noch ein paar andere Sachen. Und zwar habe ich ja dann Gungame und CoolSkill geschrieben, beziehungsweise die, Gungame habe ich neu geschrieben, CoolSkill habe ich von dem alten Entwickler übernommen und quasi so, 60% neu geschrieben, beziehungsweise ja, oder 50% erneuert, geupdatet auf die neue Version. Jetzt ist ja das Clan-System reingegangen. Also es kamen sehr viele Sachen dazu, die wir quasi da eingebaut haben. Und diese API, die ich geschrieben habe, kann halt sehr, sehr viel. Und das heißt so, an diesen ganzen Projekten, das heißt Gungame, CoolSkill und so weiter, saß ich auf jeden Fall so die letzten 10 Monate oder was das waren. Also schon fast ein Jahr und ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, dazwischen war noch irgendwas anderes, was ich gerade nicht so beachtet habe. Das weiß ich nicht, ob da noch ein Projekt war. Ihr müsst zumindest auch wissen, dass ich noch zusätzlich noch das Coins-System auf Mindsucht gemacht habe. Das heißt, das ganze Slash-Coins und so weiter, dass ihr quasi rechts eure Coins haben könnt, mit denen ihr kaufen könnt, mit denen ihr Gadgets kaufen könnt und so weiter. Das habe quasi alles ich programmiert.
Und da gab es teilweise noch Fehler, die uns ein paar Tage gekostet haben. Da habe ich natürlich Upgrades gemacht. Dann gibt es noch das globale Statistikensystem und noch so ein paar Kleinigkeiten, die auch gemacht wurden. Also es sind halt schon sehr viele Aspekte, die man da und da beachtet. Und an manchen Stellen war ich natürlich echt manchmal langsam. Also da habe ich echt, muss ich sagen, war ich manchmal nicht so ganz aktiv. Ist halt auch schwierig, immer alles dran zu denken. Aber im Großen und Ganzen habe ich an so vielen Stellen halt auch immer versucht, meinen Developer-Kollegen, also zum Beispiel Devtastisch und jetzt Hannes und Pascal und so weiter, so natürlich gibt es ein paar von denen, sind natürlich auch weitaus besser als ich, die machen das Ganze auch schon länger und so weiter, und ich habe immer versucht, denen auch noch mitzuhelfen, wenn es da einen Fehler gab. Also ich glaube, die können das teilweise bezeugen, oder jeder, der mich kennt, ich bin eigentlich immer da, wenn es mal ein Problem gibt und versuche halt zu helfen. Und ja, das ist manchmal nicht so gut für seine eigenen Projekte, weil die natürlich dann nach hinten rutschen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es einfach eine mega krasse Zeit. Und ja, wir haben so viel coole Sachen gemacht, so viel geile Sachen. Und Leute, schreibt mal rein auf jeden Fall, wer von Anfang an dabei ist. Leute, wer erinnert sich noch an diese Szene, an das 300k Abonnenten-Special von Abge, wo er auf dieses Schild geklickt hat und damit ist meinsucht.net gestartet. Und wer hat dieses Schild programmiert, Leute? Ich habe das Schild programmiert. Ich blende euch hier nochmal kurz einen Ausschnitt ein. Klickt da jetzt mal drauf, was kriege ich wohl? Genau, Leute, da habt ihr es gesehen. Also das ist das Schild, wo man quasi so ein Geschenk bekommen hat. Und also es ist einfach nur mega cool, Leute. Seitdem, das meines.net, wir haben Updates gemacht, im Hintergrund wurde sehr viel erneuert, neue Spielmodi gemacht. Und bei allen Sachen, wenn man so sagen kann, als du warst bei jeder Entwicklung dabei, als TTT rausgekommen sind, war mega cool. Als Bad Wars 1-1 damals rausgekommen ist. Also es sind einfach mega coole Sachen passiert, Leute. Und ich hoffe, ihr konntet diesen Weg ein bisschen begleiten. Ich hoffe, ihr wisst auf jeden Fall jetzt schon mal so ein bisschen, was, wie das bei Minesucht als Developer abläuft, was ich so programmiert habe. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Wenn ich mal den Devtastisch schnappen soll, schreibt das mal unten in die Kommentare. Dann können wir mal so ein bisschen über den Admin-Bereich reden oder vielleicht über solche Sachen. Ihr müsst halt nur wissen, ich kann euch nicht einfach alles 1:1 sagen, weil, wie gesagt, das ist ja Minesucht und so ein paar Geheimnisse hat Minesucht immer. Zum Beispiel, Leute, sitze ich gar nicht in meinem eigenen Haus hier, sondern in meiner riesengroßen Villa. Das ist zum Beispiel auch so ein Minesucht-Geheimnis. Und in echt hat Minesucht das größte Hochhaus und wir sitzen alle in Dubai. Aber das ist so ein Geheimnis, Leute. Das Hashtag Ironie darf ich euch nicht sagen. Okay, Leute, haut rein und ciao, ciao. Das war creepy, Leute.